Sehr geehrter Herr Dr. Brüer, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Referentinnen und Referenten und liebe Kolleginnen und Kollegen aus diesem Haus und aus den Partnerinstitutionen, die Sie die Tagung so gut vorbereitet haben, dass man sich hier so richtig gut willkommen fühlt. Auch ich begrüße Sie herzlich zur ersten sächsischen Tagung zum Thema Forschungsdaten. Wir freuen uns, dass die Tagung auf so großes Interesse gestoßen ist. Wir haben 100 Anmeldungen akzeptiert. Sie sehen ja noch ein paar leere Stühle im Raum. Das liegt daran, dass da hier 120 Stühle stehen. Deshalb sind die leer. Wir können aber nur 100 Leute sozusagen hier bedienen in unserem World Café, das wir für diesen Nachmittag noch planen, sodass also ein paar Stühle leer sind. Das ist erfreulich, dass das Thema auf so großes Interesse stößt. Warum ist das eigentlich so? Sicherlich deshalb, weil die Forschungsförderungsinstitutionen neuerdings Forschungsdatenmanagementpläne verlangen. Man ist also als Forscher, als Wissenschaftler dazu gezwungen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und da Forscher sich normalerweise mit ihrer Forschung beschäftigen und nicht so sehr viel Energie da reinstecken wollen in den ganzen organisatorischen, um das ganze organisatorische Drumherum, sind natürlich die Fragen diesbezüglich, wie funktioniert Forschungsdatenmanagement, was muss ich da eigentlich machen, was muss ich beachten, die sind groß. Und das sind ja auch die Fragen, denen wir uns hier heute widmen wollen. Ich hoffe aber, dass das Interesse an der Tagung auch nicht zuletzt da raus resultiert, dass wir uns zunehmend in eine offenere Wissenschaftskultur bewegen, in eine Wissenschaftskultur der Offenheit. Wir in der SLUB stehen ja schon seit längerer Zeit hier. Ja, gut. Seit längerer Zeit für Offenheit. Das ist eins unserer Mottos, die wir verfolgen. Wir wollen explizit ausdrücklich helfen, die Offenheit als das neue Paradigma der Wissenschaftskultur zu etablieren. Offenheit ist vielschichtig. Offenheit bezieht sich auf Inhalte. Wir sprechen seit Jahren oder Jahrzehnten schon von Open Access, aber vermehrt auch von Open Data, auch offene Forschungsdaten, von Quelloffenheit, von Software, Open Source. Das sind die Inhalte. Offenheit wollen wir aber auch in Bezug auf Informationsinfrastrukturen, die wir als Infrastruktureinrichtung, als Bibliothek natürlich aufbauen, helfen und die eben immer dann besonders offen sind, wenn sie frei zugänglich sind, wenn jeder sie nutzen kann. Wichtig ist aber genauso die Etablierung offener wissenschaftlicher Prozesse, offenes Peer Reviewing, offene Forschung und Open Innovation. Zusammen gesehen ergibt das Ganze dann so eine auf Offenheit ausgerichtete Arbeitsweise, Methodik oder eben Kultur, eine Kultur der Offenheit. Dabei ist Offenheit kein Selbstzweck. Also wir machen das nicht, weil es so schön klingt oder so, sondern aus spezifischem Interesse an besserer Wissenschaft. Offenere Wissenschaft ist bessere Wissenschaft. Bessere Wissenschaft ist bessere Wertschöpfung. Ich habe diese Illustration hier passenderweise aus einer Publikation des Stifterverbandes von 2018. Was gewinnen wir durch Open Science und Open Innovation? Und das ist ja wirklich auf die Wirtschaft hin ausgerichtet. Also auch dort ist man an Offenheit durchaus verstärkt interessiert. Und wir in der Wissenschaft, wir wissen ja, das ist unser Wirkprinzip, dass es bei uns auf Diskurs ankommt. Die Wissenschaft basiert auf dem Prinzip des Diskurses und der Kommunikation auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch auf dem Prinzip der Faktizität und der Reproduzierbarkeit.
Im digitalen Zeitalter sind nun alle technischen Voraussetzungen eigentlich erfüllt, um offen, schnell, inklusiver und transparenter miteinander zu kommunizieren und auch alle Daten, alle nötigen Daten, die wissenschaftliche Ergebnisse reproduzierbar machen, zur Verfügung zu stellen, und zwar weltweit. Dennoch ist das noch gar nicht Praxis überall. Und ich denke, dass wir hier uns in einem Prozess befinden, den wir alle mit solchen Tagungen, in dem wir uns darüber unterhalten, indem wir uns darüber austauschen und uns Gedanken machen und das reflektieren, auch unsere Ängste diesbezüglich abbauen, rechtliche, technische Hürden diskutieren und abbauen. Wir werden alle diesen Prozess befördern. Hier rückt natürlich dann in Bezug auf Offenheit von Daten unser Thema Forschungsdaten wieder in den Blick. Das Zugänglichmachen von Forschungsdaten ist ein inhärenter Bestandteil des Forschungsdatenlebenszyklus, denn erst das Zugänglichmachen ermöglicht die Verifizierbarkeit von Forschungsergebnissen. Und erst das Zugänglichmachen macht die Nachnutzung, und das haben wir explizit im Titel unserer Tagung, macht die Nachnutzung also möglich. Das sind die Themen, mit denen wir uns hier auf dieser Tagung in den Referaten und auch im World Café heute Nachmittag beschäftigen werden. Ich wünsche uns allen eine anregende und vor allem ertragreiche Tagung, die auf weitere Tagungen hinführt und die das Thema voranbringt, an dem wir alle zusammenarbeiten müssen. Vielen Dank für das erste Grußwort, und ich darf jetzt Dr. Brüher bitten um sein Grußwort. Ja. Sehr geehrte Frau Quaitsch, sehr geehrter Herr Dr. Müller-Pfefferkorn, sehr geehrter Herr Dr. Mittelbach, verehrte Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Referentinnen und Referenten. Ich freue mich sehr über die Einladung. Ich habe sehr gern übernommen, das Grußwort des Wissenschaftsministeriums heute zu überbringen und darf Ihnen auch gleichzeitig die besten Wünsche von Frau Staatsministerin Stange übermitteln. Den Organisatoren, das heißt der Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden, dem HCTR, Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf, der TU, vertreten durch das Zentrum für Informationsdienste und Hochleistungsrechnen, sowie der Sächsischen Landes- und Universitätsbibliothek, danke ich herzlich für die Vorbereitung und Durchführung der heutigen ersten sächsischen Tagung zum Forschungsdatenmanagement. Dass die Organisatoren den richtigen Nerv getroffen haben mit dem Format und der Durchführung der Veranstaltung. Wir haben es gehört, zeigt die Überbuchung. Und was mich ganz besonders freut, wenn man hier in den Saal guckt, sieht man viele junge Gesichter. Das ist bei dem Thema ein sehr gutes Zeichen, weil es ja ordentlich in die Zukunft gerichtet ist. Der Bund und die Länder haben im November 2018 beschlossen, dass in Deutschland ein Wissenschaftssystem aufgebaut wird für das Wissenschaftssystem, was bundesweit ein verteiltes und wachsendes Netzwerk von Diensten und Beratungsangeboten für das Forschungsdatenmanagement zur Verfügung stellt. Das Ganze ist unter dem Begriff nationale Forschungsdateninfrastruktur zusammengefasst. Für die Umsetzung dieses anspruchsvollen Vorhabens stellen Bund und Länder bis zu 90 Millionen Euro pro Jahr im Zeitraum von 2019 bis 2028 zur Verfügung. In drei aufeinanderfolgenden Ausschreibungsrunden sollen Konsortienanträge eingereicht und insgesamt bis zu 30 Konsortien gefördert werden. Die erste Runde ist bereits dabei und läuft auf Hochtouren. Uns freut es sehr, dass das Ganze seit unserem Auftakttreffen zur nationalen Forschungsdateninfrastruktur im Januar war es diesem Jahres im Wissenschaftsministerium mit SAXFMD eine derartige Dynamik bekommen hat und sich als Bottom-up-Prozess entwickelt und aus der Community heraus organisiert wird. Wir schätzen es als sehr, sehr wichtig ein, dass mit der Kontaktstelle Forschungsdaten am Zentrum für Informationsdienste und Hochleistungsrechnen der TU ein leistungsfähiger und auch disziplinenübergreifender Koordinator zur Verfügung steht, der in diesem Prozess eine zentrale Rolle spielt. Uns sind bei all dem, was hier läuft, drei Dinge wichtig. Zum einen eine kraftvolle,
und rege Beteiligung der sächsischen Akteure an den sich bundesweit formierenden Konsortien und dort, wo immer möglich und sinnvoll, auch die Übernahme einer führenden Funktion, das heißt in die erste Reihe zu treten. Herr Dr. Mittelbach hat es angesprochen, Punkt 2 wird Sie nicht überraschen. Das ist das Thema Offenheit und eine hohe Kooperationsbereitschaft, wobei wir hier insbesondere im Hinblick auf Strukturen und Institutionen diese Kooperationsbereitschaft und Offenheit ansprechen wollen, auf Dienste, auf Inhalte und ganz gewiss auch auf Methoden, wobei sicher im Bereich Methoden die Entwicklung im Bereich künstliche Intelligenz und Deep Learning viele interessante und leistungsfähige Überraschungen für das Datenmanagement der Zukunft vorbehalten werden. Und dann drittens, auch ein wichtiges Thema ist für uns das Thema Nachhaltigkeit, wobei wir hier in dem Falle unter Nachhaltigkeit verstehen wollen, dass die Zusammenarbeit der Akteure, die sich hier zusammenfinden, auf eine gewisse Langfrist ausgerichtet ist. Die Initiative zur Errichtung der nationalen Forschungsdateninfrastruktur führt einen sehr breiten Kreis von Akteuren zusammen. Das sind Infrastrukturbetreiber, Dienstleister, Datenanbieter, Datennutzer und sicherlich auch andere Institutionen, die hier in der Liste noch angefügt werden könnten. Von der amerikanischen Familientherapeutin Virginia Satir stammt die Feststellung, wir begegnen uns in unseren Gemeinsamkeiten und wachsen an unseren Unterschieden. Die Gemeinsamkeiten, an denen wir uns hier begegnen, ist die Notwendigkeit der Digitalisierung, wir hatten es gehört, und sicher die gemeinsame Überzeugung, dass stabile und dauerhaft verfügbare digitale Forschungsdaten und Forschungsergebnisse für Wissenschaft und Forschung von enormem Potenzial und mit enormen Chancen verbunden sind. Die Unterschiede, an denen wir wachsen, liegen in der Motivation der unterschiedlichen Akteure und in den Spezifika der einzelnen Wissenschaftsdisziplinen, die von den Geisteswissenschaften bis hin zu den Natur- und Ingenieurwissenschaften reichen. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, wünsche ich uns heute einen spannenden Tag mit interessanten Vorträgen, Postern, Diskussionen sowie viele nützliche Anregungen und Einblicke für eine erfolgreiche Arbeit. Vielen Dank.